Hallo Leute, für alle, die sich für Kickstarter-Projekte interessieren, heute frisch abgeholt von UPS das Projekt ULO von Kickstarter. Und das ist das, was man bekommt, wenn man bei UPS sein gutes Stück abholt, auf das man über 2 Jahre gewartet hat. Was immer auch hier drin ist, ihr seid jetzt live dabei. Heute ist der 5. März 2018 und ja, wie gesagt, gerade eben bei UPS um die Ecke abgeholt. Ich bin etwas schockiert der Verpackung, was auch immer da drin ist. Ich hoffe, die Technik funktioniert und es ist auch alles ganz. Wir machen jetzt dieses berühmte Unboxing oder halt einfach auspacken und ich versuche euch noch mal ganz kurz zu zeigen, um was es hier eigentlich geht. Es geht hier um dieses Projekt von Kickstarter. So soll es eigentlich aussehen. Und wir hoffen, dass wir das irgendwie raufkriegen. Ja? Ich hoffe, das spiegelt jetzt nicht zu sehr. Ihr könnt das vielleicht irgendwie sehen. Also um dieses Projekt auf Kickstarter geht es. Viele Versprechungen wurden hier gemacht. Und es wurden viele Versprechungen gemacht, die hoffentlich gehalten werden von diesem Projekt. Hey, jetzt mache ich es kurz und knapp hier. Ich greife jetzt einfach hier mal zu meiner Schere. Ich will jetzt wissen, was hier drin ist. Ja, wie Leute, die dieses Projekt begleitet haben oder auch mitfinanziert haben. Es kommt aus Indien und eigentlich nicht aus dem Ort, wo es eigentlich herkommen soll. Auch das ist wieder ein Versprechen, was gebrochen wurde. Ich habe nochmal extra 29 Euro Tax, also Gebühren bezahlen müssen und auch das ist vorher nicht so angekündigt gewesen. Man sagt also, man ist vorher schon jetzt eigentlich verärgert über die Dinge, die da so im Vorfeld gelaufen sind. Viele Feedbacks auf der Plattform sind auch vernichtend im Moment. Ja, wie man sieht, hat hier UPS schon irgendwie etwas nachgeklebt. Und wir versuchen einfach mal an das gute Stück ranzukommen. Ja, das ist jetzt Unboxing live, ja, auspacken live. Mal schauen, was da so rauskommt. Ich erwarte eigentlich einen funktionsfähigen ULO. Okay. Also. Aha, okay. Mal schauen. Das ist also die Originalverpackung. Ich habe schon etliche Kickstarter-Projekte mitfinanziert, wie zum Beispiel die Jungs von Mellowboards. Wenn man das jetzt vergleicht, was die Jungs bieten, okay, wir bewegen uns da in einem anderen Kostensegment. Aber was da an Gehirnschmalz reingeflossen ist, was die Verpackung angeht und den Style, okay, ja, na, das ist klar, wir schauen mal. Da kann man jetzt geteilter Meinung sein. Wichtig ist ja, dass die Verpackung das Produkt schützt. Das ist ja eigentlich darauf, wo es ankommt. Hier ist Luftpolsterfolie drum, eine Lage. So, jetzt sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Also hier ist mein ULO. Und ja, Basic Pappkarton. Macht erstmal einen stabilen Eindruck. Hier unten recht locker. Hier oben viel fester. Hier ist so ein Siegel drauf. Und ja, jetzt versuche ich das Ganze mal aufzukriegen. Ja, mit Drehen ist nichts, also muss die Schere wieder her. Einmal so. Einmal so. Und dann lässt sich das gute Stück öffnen. Ihr seht es als erstes vor mir. Oh mein Gott, wie sieht's aus? Soll ich gucken? Okay, wow. Hier ist das versprochene Ladekabel. Es wurden viele Versprechungen gemacht auf der Plattform. Okay, das sieht anders aus als auf der Plattform. Was haben wir hier? Ein Säckchen. Dann haben wir hier drin versteckt eine Anleitung. Blablabla. Okay.
Gut, sieht stylisch aus. Ja, und hier innen, ich weiß nicht, ich hoffe nicht in einer Sprache, die ich verstehe. Wir werden sehen. Okay, machen wir mal das Säckchen auf und okay, sieht aus wie ein Udo. Okay, das ist er. Unser Udo. Hier hinten sollte für das Ladegerät ein Stecker sein. Ich werfe mal einen Blick. Okay, hier unten ist er. Hier ist ein Stecker. Ein Port für Kabel. Ja? Wir werden das nochmal nachher testen, ob das so klappt. Also, die Oberfläche ist sehr angenehm. Ob das jetzt Waterproof Design ist, bezweifle ich. Dafür gibt es einfach zu viele Schwachstellen. Hier an den Rändern, da ist Luft dazwischen. Ich habe auch schon im Forum gelesen, dass es Probleme mit den Aufnahmen gibt. Ich werde mich überraschen lassen persönlich. Viele Leute schreiben, dass die Videoaufnahmen extrem schlecht sind. Soll ja angeblich HD sein. Ja, ich muss mir jetzt produktiv erstmal ein Bild machen. Hier unten ist der Magnetpin. Ja, jetzt werde ich versuchen, dieses gute Stück in Betrieb zu nehmen und mal schauen, was er im Betrieb hergibt. Gut, ihr wart live dabei. Deutschland, 5. März 2018, Udo Unboxing und ciao.